Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Kreischenden Monstern. Und wir haben schon wieder eine Tröte. Und geschafft! Noch ein Fragment erhebt sich in den Himmel. Eine Kralle, ein Rubin. Wieder nichts. Und dann geht's hier weiter. Dann einmal das grüne Früchtchen. Und Schalter gedrückt. So haben wir einen kürzeren Weg jetzt. Und ja, auch geschafft. Noch einen neuen Käfer und es geht weiter mit Fall. Wieder, ich habe dir etwas zu berichten. Die Luft in der vor uns liegenden Abschnitt ist extrem heiß. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kleidung dort in Flammen aufgeht, beträgt 95%. Du kannst dieses Gebiet schnell durchqueren, indem du sprintest. Ich empfehle die Aura-Suche, um den richtigen Weg zu finden. Okay, noch besser. Emotion, ich mag das Gebiet gar nicht. Aber jetzt finden wir jetzt viele Artefakte der Göttin. Hit!
So, wieder einmal ein Becken leeren. Und auch geschafft. Dich wollte ich gerade zwar nicht finden, aber besser als gar nichts. Link, wenn du schon in die Lava springst, dann bitte richtig. So, da wollte ich hin. Diesmal nehmen wir den rechten Weg. Und dann den Weg hier. Gemeines Wesen. Oh. Ernsthaft? Und noch ein Teil des Schiffes. Andere Richtung solltest du. Oh, egal. Und weiter! Noch zwei Teile fehlen. Ich hab halt keine Ahnung wo. Oh, hier sind wir. Hit!
alle drei in die Lava geschossen. Da war nur ein Gewinnspiel drin. Ja. Dann einmal schauen wir. Dann also noch hier da oben. Und weiter geht's. So, wieder ein paar Rubine. Könnten auch gleich wieder einkaufen, wie es scheint. Sehr viele Bomben, das ist nicht niemals was Gutes. Schön ins Bild gerutscht, Link. Und noch ein Teil. Und was ist das hier? Wir haben das Schlüsselfragment gefunden und auf! Doch bevor wir in den nächsten Dungeon gehen, speichern wir ab. Gehen wir erstmal zurück in Wolkenhort. Auf normalen Wege. Mal sehen. Einmal hier. Dann fliegen wir erstmal da lang. Was ist das für eine Insel?
Was bist du für ein Kerl? Pico. Oh, du bist Kiddo. Ich bekomme hier selten Besuch. Wo ist hier? Dies ist mein kleines geheimes Refugium, in dem ich meine Schwertkunst trainiere. Einst war ich bekannt als das Model von Wolkenhort. Doch durch den ganzen Stress und meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt. Deshalb trainiere ich täglich, Bambus zu zerschneiden. Hält nämlich wunderbar fit. Ja. Einfach nur Bambus schneiden. 10 Rubine, Minispiel wird akzeptiert. Reiß ich mal. Finde ich wunderbar. Sagte mein Junge, du kannst wieder durchatmen. Du hast den Bambus 30 Mal geteilt. Was für eine Leistung, selbst ich. Einmal, ehemalig Null, zieh meinen Hut vor dir. Hier ist dein Preis. Eine blaue Feder. Das ist nicht der Hauptpreis. Okay. Nein. Ich hätte gedacht, man kriegt irgendwas Gutes wenigstens. Zwar ein seltenes Item, aber nicht das, was ich wollte. Abspringen. Und in diesem wundervollen Truhe haben wir 100 Rubine. Da kommen wir später vorbei. Mal hier durch. Oder auch nicht. Link. So, dass die Truhe ist. Ein Schatzmillion erhalten. Nächstes Ziel. Einmal quer rüber. Ja.
Aber wir machen auch keinen Zwischenstopp im Falkenhort. Er war ja vorher unten gefangen. Dann müsste ich auch irgendwann mal vorbei. Doch. Ja, hier wollte ich nicht landen. Auf den Kikis Haus erstmal. Wieso Kikis Haus? Einfach. Das ist das nächste Haus. Und in die Nacht. Und hier endet auch schon wieder der Part. Euch noch einen schönen Tag und ciao.